Gehen wir mal dahin. Vielleicht erfahren wir es dann. Oh, hier ist auch noch was. Oder ist das, was wir noch nicht bekommen hatten? Ah, hier hinten ist auch noch was. Okay, cool. Ich bin Wolf aus der Quelle. Sieh nur, wie groß dieses schöne Geschöpf ist. Beeindruckend, oder? Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Okay. Ihr Narren. Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tyr. Okay. Du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein. Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötnar, die uns Ärger machen. Mhm. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Ja. Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Thor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Ja, das glaube ich auch. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Du nicht. Du bleibst da drinnen. Aber süß ist er schon. Aber der war doch vorhin noch so ein Welpe, oder nicht? Du hast den Baumeister gesprochen und seine Arbeit gesehen? Ja. Das habe ich. Und das heilige Wasser? Wurde es benutzt? Ja. Das wurde es. Du bist heute nicht sehr gesprächig, Harvey. Allerdings. Sind deine Krieger. Und hier haben wir die vier Enden. Schluss mit dieser Zauberei, Weib. Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Harvey, du siehst besorgt aus. Ja. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Eindringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Mhm. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Ich wich seiner Frage aus, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir einen besseren Einfall haben. Einen, der ohne den Verkauf eurer Königin auskommt, wie ich hoffe. Ja. Ich könnte auch seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht. Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Also das ist mir neu. Moment, ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, 9 Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Ich glaube nicht. Oder verrückt sein, um zuzustimmen. Ich kenne das Ende. Du unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Die Geschichte wird nicht gut ausgehen. Keine Herausforderung. Und er schafft es in 9 Tagen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Runenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Ja, das sehe ich genauso. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Aesir. Sie Teil der Vanir. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße! Tür! Zurück! Ich hole ihn mir! Oh, ich würde doch gerade woanders hin. Das ist doch alles etwas merkwürdig. Ich meine, ich weiß ja, dass... Wow. Der Wolf... Der Wolf gehört mir! Ist... Den schnapp ich mir. Merkwürdig. Also wir kennen... Also wir, sage ich ja schon... Aber ich kenne da so ein paar Geschichten aus God of War. Ne, und das war eh los.
Kämpft nicht gegen das Biest! Überlasst es mir! Fifi, komm! Oh. Ja, jage den Wolf! Das ist eher ein Sturm. Und der... Bist du der geweissagte Wolf? Bist du mein Untergang? Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben. Wir werden sehen, was du bist. Dein Schicksal oder mein Wille. Okay. Wo willst du hin? Na komm. Ach komm. Mist hier. Och, ey, der hat doch gerade noch in die andere Richtung geschossen. Och, ey. Dieser... Blöde. Wo bist du? Verschone. Wirst du dasselbe für mich tun? Ja, komm. Du bist doch fast schon fertig. Okay. Das war's. Ich habe dich gewarnt und sieh, wohin es dich führte. Loki? Halte ein, Harvey! Okay. Es ist einer der Wölfe. Geh mir aus dem Weg, Loki! Geschworen, nie mein Blut zu vergießen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun.
Das ist mein Blut! Was? Er ist mein Sohn! What? Wie Was ist das möglich? Ah, okay. Ist ein bisschen doof. Tür, du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lyngby und binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Irgendwie bindet sich da was zusammen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Komm, Junge. Fürchte dich nicht. Ja, das ist Fürwahrer des Rechts. Loki. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Oh, daran besteht kein Zweifel. Da ist auch keiner mal mit der Sprache rausrückt. Ne? Die reden alle nur in Rätseln, ne? Oh, ihr sagt nicht, das ist das Ende. Wir gehen zurück. Oh, bitte nicht, ich hab noch nicht alles. Ich möchte das nicht nochmal machen müssen. Okay. Oh, Freyas Garten. Ja, ich habe gerade keine Kontrolle, ne? Gut. Der Himmel verdunkelt sich wie ein schlechtes Omen. Eine unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Ja. Okay. Und da ist noch einer. So, ja, gut. Was wollte ich haben? Nee, das wollte ich nicht. Was war das mit dem Stampfen? Nee, das wollte ich nicht. Nein. Das ist auch nicht meins. Paradeschaden wäre noch was. Genau. Nehmen wir das mal, ne? Ich wollte noch was gucken. Okay, hier ist noch eins und hier war doch auch eins, oder nicht? Oder war das bei Indieholm? Ich war mir sicher, hier hätte ich auch was gesehen. Gehen wir mal kurz rüber. Schaden kann es ja nicht. Hm. Sehr merkwürdig. Also ich meine, der Untergang von Odin ist ja klar. Ne? Darüber brauchen wir nicht reden. So klar wie, wie Ragnarök. Das mit dem Wolf, das war auch irgendwie ja logisch irgendwie. Oder auch nicht. Also ja, okay. Ne? Hm. Komisch, komisch. Vielleicht brauchen wir auch alle Schätze hier und dann ist das der Schlüssel. Dass wir alle gefunden haben. Irgendwie. Ja, sehen wir ja dann. Wenn wir alle gefunden haben, können wir ja nochmal... Beziehungsweise fast alle gefunden haben, kommen wir ja zu dem anderen nochmal zu der Truhe. Genau. Das ist gut möglich, das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Dass ich denke, dass wir erstmal alle finden müssen. Und dafür eventuell sogar erstmal ein bisschen in der Story weiter fortschreiten müssen. Weil das bei Indieholm, da waren wir ja schon gewesen und der wurde vorhin noch nicht angezeigt. Ne? Soweit ich weiß. Und der hier, na gut. Den könnte man natürlich übersehen haben. Ah, nicht verletzen. Danke. Ja. Ne? Alles sehr merkwürdig. Aber was ist noch merkwürdig? Ich glaube, es wird nur so merkwürdig, weil wir halt immer noch Eivor sind. Und nicht wie bei Layla, die ja halt in Eivors Rolle schlüpft. Halt als Eivor in Odins Rolle geschlüpft sind. Beziehungsweise Harvey. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie das halt machen wie bei Layla, dass man halt nicht in der eigenen Rolle noch ist. Ey! Leute! Macht das bitte nicht, wenn ich da bin, ja?
Snow, du kannst doch nicht einfach Stufe besteigen. Menschenskinder. So wird das Weib. Und seine Schwester. Ne, Sweet Home aber Alabama oder irgendwie sowas. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Ja. Komplett das Haus des Fell, ne? Oh, jetzt auf einmal kuscheln. Erst besteigen und dann kuscheln. Ah, du bist echt eine... eine Motte, ey. Meine Güte. Okay. Dann holen wir uns mal hier den Schatz, ne? Ist ja bestimmt da oben irgendwo. Hier irgendwo. Ja, komm. Aber wenn er der Wütende ist, ne? Dann haben wir doch gar nicht so viele Rätsel. Wenn Odin damit gemeint ist. Odin und Eivor. Eventuell vielleicht sogar... Wow, das wollte ich nicht. Eventuell vielleicht sogar Sigurd. Weiß man's? Man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Eivor nicht so viele Eskapaden... Oh, wieder runter. Nicht so viele Eskapaden hat wie Cassandra. Nö. Okay. Hier irgendwo. Ich muss mal kurz gucken. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Wo könnte der Eingang sein? Da unten, ne? Okay. Gut, wir sind umsonst geklettert. Der Eingang ist da, wo ich die Markierung gesetzt habe. Wow. Das, ja. War können. War kein Glück, war können. Einmal hier hin. Ja. Hier ist der Eingang der Höhle, ne? Da hatte ich doch irgendwie was gesehen. Ja, da vorne. Sag ich doch. Sag ich doch. Hätte man mal gleich auf mich gehört, ne? Hätten wir den Umweg nicht machen müssen. Ein Scherz. Okay. Hier noch. Okay, weiter geht's nicht. Ich hoffe, uns sperrt hier niemand ein. Wäre etwas doof. Ja, okay. Hier durch. Ne? Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Ja, komm. Könntest du mal bitte. Danke. Schnipsel in Lokis Handschrift. Möge dich erhalten, meinen Sohn und dir Gefallen erkaufen. Okay. Ja, Loki ist schon etwas weird als Charakter. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Wo? 14 Meter. Das ist doch eine Falle. Oh, komm, ich hasse das. Nein! Könntest du mal bitte gehen? Danke. Ich dachte, da wäre irgendwo was, aber... Hä, wie komme ich da hin? Ohne gleich drauf zu gehen, weil die sich überall festhält. Also im Ernst, die hält sich überall fest, ne? Man kann hier nicht vernünftig mal gucken. Oh. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Noch ein Eingang. Okay, na komm. Okay. Okay. Ja, einer noch.
wieder alles aufgebraucht. Ah, nee. Ich bin aber auch echt schlecht. Ne, muss man ja auch mal sagen. Man muss es ja auch selber... Ah ja, okay, gut. Hier sind ganz viele, okay. Ich wusste nicht, dass hier so viele sind. Na? Brauche ich keine mehr? Oder wie, oder was? Ah, Proviant ist voll, okay. Gut, dann brauchen wir wohl keine mehr. Hierhin. Ja, ich weiß, der Köcher ist auch voll. Nein, ich stürze mich da diesmal nicht runter, weil, ne? Hat das letzte Mal ja auch nicht so gut geklappt. Ja. Komm, einmal hier runter. Schön. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo ein Platz mit den ganzen Pilzen ist, aber man muss es ja nicht übertreiben, ne? Und einmal springen. Und ganz lange schwimmen. Das könnte ja was werden. Ja, okay. Ja, ist ja nicht mehr so weit. Schöne Bauten, ne? Und vor allem das Blau. Sehr schön. Habe ich schon erwähnt, dass ich Yggdrasil mag? Ich glaube schon. Wie die jetzt kuscheln, ne? Und sich gegenseitig putzen. Eieieiei. Die beiden Schnuffelchens. Na komm. Ein bisschen schneller noch. Wie gesagt, also ich hoffe ja, dass wenn wir das da haben, dass wir dann zu dem anderen gehen können und dann quasi somit alle Schlüssel haben, um das dann zu öffnen. Dass das einfach quasi die Schwierigkeit war, dass wir alles rumherum erstmal finden sollten und dann also erstmal die 19 anderen, um dann da an den 20. zu kommen. Nee, den 30. sorry. Und die 29 anderen. Sorry. Sind die insgesamt 30, nicht 20. Sonst wären wir ja schon längst durch. Ja. Gut. Hoffe ich jetzt einfach mal. Dann können wir den Rest der Story spielen und, nö. Das war's. Mit dem Asgard-Part. Also wie gesagt, das wird nicht gut ausgehen. Das wird gar nicht gut ausgehen. Ja, nein. Irgendwie drehen hier gerade alle durch, ne? Kann das sein? Nö, jetzt gerade nicht. Ja, ja, ich weiß. Das sagt ihr alle. Das sagen sie alle. Oder schaffen sie es doch nicht. Ich habe aber jetzt gerade keine Zeit für euch. Und euer Geplänkel. Ich habe ein Ziel vor Augen und da will ich hin. Okay? Gut. Hat jetzt nichts mit Feigheit zu tun, weil ich aber in jeder Ecke stehen bleiben würde. Brauchen wir 100 Jahre, um da irgendwie mal irgendwas ne, hinzubekommen. Ich bin ja sowieso für den Bereich sowieso schon okay. Also von daher passt schon. Ich glaube, wir kommen nochmal nach dem Nordwege. Da haben wir ja auch noch nicht so alles, ne, abgegrast. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, also ich will mich ja auch nicht spoilern lassen, ne? Ja, okay. Also weiß ich halt noch gar nicht, was das betrifft.
Ah, hier ist eine Treppe, ne? Die ist weiter weg als die. Okay. Ich muss mal kurz was gucken. Breite deine Flügel aus. Jo. Machen wir. Eigentlich wollte ich in eine andere Richtung fliegen. Immer dieses Inventierte. Nee, die Dings ist da, ne? Oder ist das hier? Vielleicht sollte ich mal in die Richtung gehen. Also hier in die. Das Asset ich darf ja nicht erwischt werden. Na komm. Interessant. Da unten irgendwo, ne? Ich glaube, wir müssen mal wieder tauchen, oder? Oder? Oder auch nicht. Da habe ich mich getäuscht. Ich dachte, wir müssen wieder tauchen. Okay. Doch nicht Tauchgang. Kommen wir denn da hin? Da hinten soll es sein. Das bot sich hier so schön an. Bist du ein Geisterkaninchen? Du tust mir doch nichts, oder? Gut. Interessant. Das Fundament steht bereits. Der Baumeister arbeitet schnell. Zu schnell. Ah, okay. Das ist das Fundament. Also können wir ja noch gar nicht gewesen sein. Ich hab's gewusst übrigens. Ich hab's ja vorhin gesagt. Also da war irgendwie was, dass der das in 9 Tagen schafft. Aber da war irgendwas mit Freya. Also dass sie jetzt hochgetan hat. Nee, ich glaube, der hatte einen Deal mit der. So wie ich das in Erinnerung hatte. Weil die ja auch wieder zurück zu den Bahnen wollte und auch nicht ganz freiwillig mit Odin zusammen gewesen ist. Beziehungsweise hier nennt er sich ja Harvey. Ja. Hier soll das irgendwo sein. Aber irgendwie finde ich keinen Eingang. Hier vielleicht? Bitte? Einmal kurz tauchen. Nee, hier ist nichts. Also tauchen schon mal nicht. Tauchen ist keine Lösung. Zumindest nicht für dieses Problem. Indreholm. Nicht Indiholm. Sorry. Indreholm, ne? Oder doch? Nein. Sehe ich ihn gar nicht mehr. Okay, danke. Ah, vielleicht ist hier was. Ah ja, okay. Cool. Jetzt haben wir aber den Höhleneingang. Wo wollen nicht weiterkommen? R und F? Oh nein. Jetzt sag nicht, das ist die Anspielung auf Dings. Auf God of War. Da gab es so kleine Rätsel. Auch so mit Runen. Da musste man das irgendwie schaffen, die irgendwie zu treffen oder so. Hängt das damit zusammen und deswegen habe ich das erst jetzt gefunden?
Ja, ja, ich weiß, dass der Köcher voll ist. Ich wollte auch nicht kein Köcher. R und F war's. Wieder das Kaninchen, okay. Ich weiß, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Aber so gewaltig. Kommt hin und wieder auch mal vor, dass ich nicht gleich sofort weiß, was los ist. Okay? Okay, gut. Das haben wir jetzt geklärt. Und jetzt suchen wir das R und das F. Ich glaube irgendwie nicht, dass das hier mit zusammenhängt, ne? Das ist einfach nur... Ja, da, ne? Okay. Aber was? Wie soll ich das denn hinkriegen? Irgendwie muss ich das ja aufkriegen. Ja, ich weiß, Adrenalin-Dings. Gedönse. Ist das hier was? Nein. Vielleicht soll ich aber auch mit Feuer. Okay. Gut, haben wir. Das nicht, das steht da einfach rum. Habe ich eben schon mal gesagt, ich weiß. Nee. Das ist jetzt, ein bisschen ungünstig. Ich das jetzt am besten. Und wie lange Aufnahmezeit habe ich noch? Alles Fragen über Fragen. Hier irgendwie Zeichen drauf? Nope. Doch schon. Oder da drüben. Weil ich meine, die Bauwerke stehen ja etwas länger da, ne? Überblicke das Land, Freundin. Okay, da ist es nicht, glaube ich. Einen Eingang haben wir ja schon gefunden. Ja, genau, da soll es sein. Ich suche ein R und ein F. Ich meine, es ist ja quasi so mit, sind die letzten Schätze, ne? Mit dem. Ich will das haben. Komisch. Moment. Nö. Mal eben die Aufnahme, neu gemacht, ne? Damit das nicht, meine erste Sorge sein muss. Sondern die letzte. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, die Steine hier vielleicht. Ich gehe wieder rein, ne? Also. Bin ich so dumm? Sagt nichts. Ist Rhetorik. Ich weiß, dass das nichts mit Intelligenz und der Dummheit zu tun hat, dass man manchmal einfach nicht, ne, wenn man halt nicht das Gesamtbild sieht. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen.
Ja, okay, warum? Wir sind Feinde da, oder? Ja. Man, es gibt ja auch keine Hinweise, so. Ne, nur dieses R und dieses F. Aber hier weit und breit sehe ich halt nichts, wo das mit interagieren könnte. Kann auch sein, dass wir weiter in der Story voran müssen, dass wir dann hier mit der Bauten irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, dass das Satz irgendwie zusammenhängt. Ja, ich weiß. Was? Hier war doch noch was. Und wir waren nur die vier Vorlinge. Okay. Gut. Ich guck da vorne nochmal, ja? Oh, Proviant ist voll. Sag das doch nochmal, bitte. Mysteriös. Also das sind hier ja die einzigen Glyphen, die wir haben. Wollte es nur mal gesagt haben, ne? Haben wir denn das R und dieses F mit den Pfeilen noch? Haben wir. Da. Also ich sehe es. Es ist F. Und R ist bestimmt hier auch irgendwo. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie was dran machen können. Nee. Haben wir es hier auch noch? Das F und das R. Auf dem Boden vielleicht. Wieso sind hier so viele Pfeile? Danke. Vielleicht sollte ich doch mal hochklettern. Das ist alles sehr merkwürdig. Was hat Loki damit zu tun? Ich meine, der hat den Deal quasi auch vorgeschlagen, ne? Gesagt, ja, hey, das schafft der nie. Hm. Kann man nicht lesen? Schade. Ich dachte, da ist irgendwie, ne, steht der irgendwie mit bei, warum, wie, weshalb, ne? So quasi eine kleine Hommage an die Wahrheit oder irgendwie sowas. Hätte ja sein können. Würdest du bitte... Na komm. Oh, will er nicht. Okay. Sie. Sorry. Wir sind ja schließlich immer noch Evo. Will sie nicht. Oh. Nein, so weit solltest du nicht runter. Ach komm, Evo, komm. Einmal hoch. Du benimmst dich jetzt auch nicht gerade passend, ne? Wollte nur mal gesagt haben. Wie sollen wir denn das finden, wenn du hier, ne? Ein auf, keine Ahnung, wie man es macht. Hier ist noch so ein Fähnchen, aber ich weiß nicht, haben die Sachen... Hat das Aussagekraft? Müssen wir die Tür von der Seite überhaupt öffnen oder gibt es da noch einen anderen Weg rein? Ich meine, das war jetzt ein offensichtlicher Weg. Ne, wolltest du nur mal gesagt haben. Ich weiß auch nicht. Zeig mir, was vor uns liegt. Nope. Zeigt mir nicht das, was ich sehen will. Ach komm. Vielleicht sollte ich doch hier reingehen. Hier. Aber da waren wir doch schon. Moment. War das? Das war doch vorhin schon, ne? Ich guck mir das mal nochmal an. Vielleicht können wir da ja drin was ändern, was dann hier da die Tür aufmacht. Da.
Danke. Ich glaube zwar nicht, aber gut. Probieren geht über Studieren. Oder irgendwie sowas. In der Art. Und besser als hier 3 Stunden lang im Kreis zu laufen und doch zu sinnieren, wie dumm man doch ist, ne? Gut. Gut, dass wir uns einig sind. Gut, dass ich mir einig bin. Ich meine, ich rede mit mir selbst. Also von daher passt schon. Wäre schlimm, wenn ich nicht mit mir einig bin. Ich sag nichts. Ich bin öfter mal nicht mit mir einig. Gut. Ist wieder zu. Sehr schön.